Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Die Skywalker Saga. Warum geht die Kamera die ganze Zeit weg? Was soll denn das? In der letzten Folge haben wir Episode 4 begonnen. Ne? Wir sind jetzt hier auf Mos Eisley, eine Stadt auf Tatooine, ne? Weil wir hier diese Pläne von dem Todesstern bekommen haben, ne? Nenn ich die Pläne des Todessterns, oder? Wir haben diese Nachricht bekommen. Hey, guck mal da. Kann ich gesehen. Aha. Und ja, wir gucken natürlich hier. Oh, das ist natürlich easy. Wow, ich muss gar nicht. Ich muss die Dinger gar nicht suchen. Ich muss einfach nur L2 drücken, dann tut er automatisch irgendwo hinschießen. Und ja, wir versuchen jetzt hier Tatooine zu verlassen, ne? Wird am schnellsten geschossen. Was? Das Ding noch nicht mal eingesammelt. War da hier unten? Egal. Unser 400. Stein. Sehr cool. Cool. So, ja. Ja, wir schauen uns hier auf Mos Eisley um. Ne? Wir haben Ben Kenobi gefunden. Ne? Getroffen. Und er ist Obi-Wan Kenobi. Ihr wisst schon, aus dem. Der berühmte Jedi aus den Prequels, ne? Cool, ne? Und ja, ich wollte eigentlich hier noch weitermachen, aber ihr seht ja, ich lasse mich hier mal zu leicht ablenken, ne? Also gucken wir uns natürlich hier so nebenbei um, ne? Im ersten Blick ist Tatooine eine uninteressante heiße Sandkugel, aber wenn man am Ende des Tages am Horizont die beiden wunderschönen Sonnenuntergehen sieht, glaubt man, dass hier alles möglich ist. Vielleicht sogar ein Verleger für mein Buch, Geschäftsgeheimnisse der Hunden zu finden. Und ja, cool, ne? Oh, Känguru. Känguru voll übergezogen. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter in der Story, ne? Und gucken mal, wie es hier so weitergeht, ne? In der letzten Folge haben wir die erste Level gespielt. Mit Leia, die auf den... auf dieser korvealischen Fregatte... korneralischen, weiß nicht, irgendwann mit Korn. Ja, wir haben die gespielt in der ersten Level, die wurde von Sturmtruppen angegriffen, wir haben die verhauen, dann kam Darth Vader, hat Leute randaliert, ne? Und ja, Leia wurde von Darth Vader gefangen genommen. R2-D2 und C3PO waren auch auf dem Schiff, aber konnten flüchten. Und ja, wir haben jetzt Ben Kenobi getroffen mit unserem neuen Hauptcharakter Luke Skywalker, ne? Ey, yo. Das ist Eigentum des Imperiums. Wenn ihr nicht vom Imperium seid, tretet sofort zurück. Muss ich ein Kostüm tragen, ne? Kann ich aber auch den hier machen, einfach. Ich kann so weit von denen hier machen. Nein, kann ich nicht. Nein. Ah, ist eigentlich schön, ne? Oh mein Gott. Ich weiß, da können wir uns umziehen, aber was soll's. Mach mal das Ding ja aus. Wir haben wahrscheinlich unendlich gekommen, ne? Ja, ist gut, ist gut. Das sieht so komisch aus. Das sieht aus, als wären da irgendwie so. Alter. Da irgendwie so Körperteile irgendwie überall rumliegen. Mit den ganzen hier Rüstungen und Klamotten hier, die man anziehen kann. So, Kennwortanlagen. Gib mir dein Wissen. Was ist da denn gerade passiert? Bin ich gerade gestorben?
Was war das? Ich habe nur so Körperteile durch die Gegend fliegen gesehen. Boah, Erzo, was ist eigentlich, warum ist der eigentlich immer so weit entfernt von allen Leuten? So, ja, ich mach mal überspringen, ne? Krieg ich da trotzdem noch Geld? Steinchen. Ich brauche die nicht wirklich. Naja. Oh, ja. Oh, wie unschön. So, okay. Okay, gehen wir weiter. Hey, Madame. Die imperialen Soldaten sind überall. Schnüffeln immer herum. Wollen ständig irgendwas wissen. Fragen Sachen wie, wo wollt ihr hin? Wo sind die Rebellen? Warum ist dieser Droide angezogen wie Königin Amidala? What? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Aber ich bin Königin Amidala. Nein, ich bin Königin Amidala. Wir alle sind Königin Amidala. So, was ist hier noch? Ihr seht noch. Lass mir das Story erstmal weitermachen. Ne? Ich habe gesagt, wir werden ja noch genug Zeit haben, alles zu erkunden. Ne? Lass mal die Story weitermachen. Ne? Lass mal die Story weitermachen. Wow. So, wenn wir neue Charaktere und so sehen, ne? Neue Ereignisse machen. Yay! Ja, ich bin hier. Hier die Abfangjäger. Und die kann man sogar drehen. Kantina, wo alles begonnen hat. Wir sollten schauen, ob es hier einen Piloten gibt, der uns nach Alderaan bringt. Gut, fangen wir uns um. Hier hat alles begonnen mit dieser Musik. Hey, bist du ein Pilot? Sucht ihr einen Schmuggler? Vielleicht einen von Jabbas Leuten? Von denen kam vorhin einer hier rein. Mit seinem pelzigen Kumpel da drüben. Er ging schnell. Kennt ihr jemanden, der uns nach Alderaan bringen kann? Wir bezahlen gut. Tun wir das? Wo hat Ben die ganze Zeit Geld hergeholt? Gefällt ihm nicht. Schade. Ich werde mich von ihm fernhalten. Und mir gefällst du auch nicht. Ich bin schon vorsichtig. Tot bist du gleich. Ganz ruhig, Leute. Wo bist du eigentlich hier? Komm her. Mein Gott. Ohne Stress, ne? Paus Maul. Dieses Lichtschwert habe ich einen toten Jedi aus den Händen herausgezogen. Oh, Han hat zuerst geschossen. Han hat zuerst geschossen. Han Solo. Ich bin Captain des rasenden Falken. Chewie hat mir berichtet, ihr wollt rasende Falke. Ja, das stimmt, wenn ihr ein schnelles Schiff habt. Schnell genug für euch, alter Mann. Welche Fracht? Nur Passagiere. Ich selbst, der Junge, zwei Droiden. Und keine weiteren Fragen. Abgemacht. Ihr habt euer Schiff. Wir fliegen, sobald ihr bereit seid. Startrampe 94. 94. Was ist das hier für ein Meth-Labor? Was hat denn hier? Keine Spinnen erlaubt. Spinnenweben. Okay. Also Gefühl, ich bekomme hier voll Probleme hier. Vier. Sind noch vier Steine in diesem in dieser Kantine? Hey. Ihr wohnt im Königin-Witwe-Hotel? Dort sieht es mir nicht sicher aus. What? Meine Wertsachen würde ich nicht dort lassen. Andererseits habe ich auch nichts von Wert. Außer meiner Freundschaft. Oh. Oh. Das ist doch alles, was ich haben möchte. Ich möchte dich zeichnen. Gut, dann suchen wir mal diese Startrampe. Na kleiner. Aber R2D2 zufolge befindet sich Startrampe 94 auf der anderen Seite dieses Ortes. Luke, sieh zu, dass du gut vorbereitet bist, bevor wir fliegen. Ach, werde zu einem echten Mann, bevor wir losgehen. So, bleibt mal da. Und habe ich da gerade aktiviert?
Oder ist noch was? Nein, das gibt's jetzt wenig. So, haha. So, was ist das zweite Ding? Da drinne. Oh, warte. Natürlich ist er draußen. So, da. Und hier. Aha. Yay, Bonk. Durch das Gitter. Ja. So, schon wieder hier, ne? Ich weiß, wie man auch hochkommt, ne? Da vielleicht. Da kommt man da hoch. Klasse. Also ja, einer der größten Debatten in Star Wars, ne? Wer hat zuerst geschossen, ne? Ursprünglich hatte Han Solo ja zuerst geschossen, ne? Also ich glaube, irgendwie so lief das, ne? Han Solo hat zuerst geschossen, aber dann haben sich irgendwie Leute beschwert, dass irgendwie Han Solo zuerst geschossen hat, ne? Weil er ja einer der Guten ist, ne? Dann hat George Lucas das irgendwie so geändert und so editiert, dass hier Greedo, ne? Der Typ, den er erschossen hat, zuerst geschossen hat, ne? Damit Han Solo nicht mehr als so ein Bösewicht drüber kommt, ne? Oh nein, zeitlich, okay. Was für mich irgendwie keinen Sinn macht, weil Han Solo ist ja nicht so der typische gute Junge, ne? Deswegen macht es irgendwie Sinn. Das sollte irgendwie sozusagen darstellen, dass Han Solo halt nicht so ein guter Typ ist, ne? Dass er, weil er als erster geschossen hat, ne? Aber die Fans haben sich darüber beschwert, weil sie irgendwie meinten, sie wissen mehr über diese Serie als George Lucas, ne? Und deswegen hat er halt editiert. Aber ja. Irgendwann haben sie das dann geändert, ne? Hat Greedo als erster geschossen hat, damit Han Solo ja irgendwie besser dasteht. Also, natürlich hat er geschossen, ne? Weil er wurde zuerst angeschossen, ne? Also er hat sich nur verteidigt, ne? So in dem Sinne, ne? Anstatt irgendwie als erster zu schießen, ne? Was dann bedeuten würde, oh nein, er ist böse, ne? Warum wird denn als erster schießen, ne? Das war voll böse und so, ne? Aber ja, ich glaube, so lief das ungefähr, ne? Das Story von Han Solo, ne? Wer als erster geschossen hat, ne? Ah, meine Hände. Oh. Okay. So, weiter. Gehen wir weiter, ne? Wer bist du? Das habe nicht mal ich geschafft. Und ich bin die beste Schrottsammlerin, die ihr je gesehen habt. Das bezweifle ich. Außer ihr habt diese Person gesehen. Fällt mir gerade ein. Oh, wir können sogar ja jetzt alle Charaktere spielen. Cool. Wir haben freies Spiel, ja. Was ist das auf der Karte? Ist das ein Datenpack? Ne, das ist so ein Kaiberstein mit so einem NPC da drüber oder so, ne? So, aber ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen weiter in der Story, ne? Ich will so ein Story-Level pro Part jetzt hier rausbringen, ne? Ich glaube, das wäre so ein guter Rhythmus, ne? Ja, nach dem Plan, ja, ne? Die Story-Levels. Die letzte Story-Level hat was so eine halbe Stunde gedauert, ne? Das heißt, boom. Kristallmondstein. Würde eigentlich passen, so, ne? Von der Zeitaufwendung, ne? Hey, guck mal hier. Hallo nochmals, Mitreisender. Hier sind so viele verschiedene Reisen versammelt. Ein Wookie läuft hier rum und niemand zuckt auch nur mit der Wimper, außer dieser Aquatisch, obwohl der eigentlich vielleicht gar keine Wimpern hat. Was ist denn hier los? Ein paar aufs Maul. Ja, die haben die Bantas davor geparkt.
Banter da irgendwie aus dem Weg bekommen? Ich kann so nicht in mein Haus rein und die Sturmtruppen stehen nur dumm herum und lachen mich aus. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Boom, boom. Ja, ich bin frei. Sie dürfen mir Spaß haben. Okay. Sieht aus wie so Heavy Trooper irgendwie. Ah, Truhe. Oh. Okay. Ich nehme den mal, ne? Hätte mir auch angeboten, das natürlich, ne? Panther-Blödsinn, ne? Davon habe ich dort gerichtet. Das war schon. Woher willst du wissen, dass ich das war? Der Band hat sich von allein bewegt. Wenn ihr hier was Glänzendes und Schwebendes findet, könnt ihr es gerne als... Habe ich schon, danke. Du hast doch keine Ahnung, dass ich das war. Der Band hat sich von allein bewegt. Du hast keinen Beweis, dass ich das war. Ich will es nur mal so sagen, ne? So, oh, ich glaube, ich muss ja Sachen kaputt machen, ne? Gong. Ja, so viel dazu, hat wir heute die Story weitermachen, ne? Wir machen gleich weiter, keine Sorge, ne? Aber ich finde hier noch ein paar Sachen. Ich schwöre, wir machen gleich weiter, ich schwöre es. Ich schwöre es, Digga. Ich kann mir keine deutschen YouTuber anschauen. Ich kann mir echt keine deutschen YouTuber mal anschauen. Ich habe gesagt, für jeder deutsche YouTuber, wenn ich immer angucke, hat immer diesen Ghetto-Slang. Sprache, ne? So, ey Digga, Alter. Immer dieses ey Digga, Alter, ne? Immer wenn ich mal irgendwie so über so einen deutschen YouTuber stolper, die reden alle so irgendwie in letzter Zeit. Weiß nicht. EG6, das wird ein Klacks. Ich stolper irgendwie so einen deutschen YouTuber, ey Digga, ey Alter, boah. Boah, fett krass und so, boah. Und die Leute tun sich sogar selber darüber beschweren, irgendwie so. Ich sehe mal in so den Kommentaren so, Alter, kannst du mal... Jetzt habe ich selber gesagt. Aber es gibt auch irgendwie so Leute, die schreiben dann immer in den Kommentaren so, boah, wie kannst du eigentlich... Kannst du mal aufhören, jeden Satz irgendwie Digger zu sagen? Oder langsam mal nervig, ne? Und dann gibt das... Da kommt natürlich, ich hatte gerade den imperialen Marsch gesungen. Und da gibt es natürlich wieder Leute, die sich irgendwie, die das irgendwie verteidigen, so im Sinne von, ja, Digger ist ein offizielles Wort jetzt im Duden, ne? Also. Ja, natürlich würde. Wie viel mal hätten, dass diese Person auch jeden Satz Digger sagt? Ich kann mir halt nicht annehmen, wenn jemand so spricht die ganze Zeit. Weil so hin und wieder so ein Digger, ne, kein Problem, ne, aber so in jeden Satz, ey, da würde ich durchdrehen. So. Okay, was zum, da stand doch was drauf. Da war eine Blumenvase drauf. Warum musste ich die Blumenvase entfernen und mich da drauf stellen? Lecker Nunaflügel. So, warum ist man denn jetzt hier hin? Sieht jetzt irgendwie nicht aus wie so ein Hangar. Die Schrottmühle. Level starten. Oh, okay, ja, so Story Level, ne, nehme ich an. So, Spoiler. Ah, die rasende Taube. Hilfe, die Mühle ist ja nur Schrott. Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Junge. Chewie, was ist los? Ich sagte doch, du sollst alles vorbereiten. Ein kleiner Snack. Du weißt doch, wir müssen los. Halten Sie auf! Hat schon wieder zuerst geschossen. Das ist ein böse Bube. Wir müssen die Kiste in die Luft kriegen. Jetzt! Frister, warte mal, bevor wir weitermachen. Die Herausforderung hier freischalten. Bin ich in Sicherheit? Ich weiß es nicht. So, erstmal die Gerüchte kaufen. Setze die Umgebung gegen die Sturmtruppler ein. Deswegen mit Hilfe der versteckten Geschütze 3 Sturmtruppler. Hat die Verstärkung auf verschiedenen Weisen auf. Setz die Umgebung ein. Aber warte mal, soll ich da irgendwie. Ja, hier. Weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, ich muss einfach nur darauf zielen, ne? Boom.
Ja, die Schurken können irgendwie so lila eine Sachen irgendwie anvisieren und dann machen die irgendwie diese Zeugs, ne? Gong-Druide. Okay, wo kommt der Alarm her? Oh, was zum? Oh mein Gott, ganz ruhig. Weiß mal das Ding hier aus. Automatisch. Ich habe genug Steinchen, die ich bauen kann. Toyota. Wie ich gedacht, dadurch geht der Alarm aus. Boah, jetzt muss ich mir die ganze Zeit anhören, ne? Okay, Hans Swallow. Du übernimmst Cockpit, Kanone und Sensorschlüssel. Kapiert, Fellknäuel? Ja, R2. Wir können den Aufzug in Position bringen. Okay, jetzt geht das wesentliche Alarm aus, ey. Jetzt wäre ich nämlich durchgedreht. Ja, warum nicht, ne? So, Junge, und schon mal in Sturmtruppen landen? Gibt's, glaube ich, einen Skin für, ne, in diesem Spiel, wenn ich mich nicht irre. Ich habe schon gesehen. Los, wir müssen den Vogel in die Luft kriegen. Ja. Ah. Schrottsammler, ne? Ah, ein Moment. Ganz ruhig, Ben, ganz ruhig. Oh, warte. Haha. Haha. Das ist... So macht man hat. Er war auch schon Schrottsammler, ne? Na du, komm mal her. Boah, jetzt stelle ich nicht so an wie R2. So, oh, damit hätte ich die. Nein. Verdammt. Ja, kann ich überhaupt nicht benutzen. So, oh, das ist ein dickes Ding, aber zum Anheben, ne? Sicher auch schaffst das, Ben, mit deiner müden Knochen. Da kann ich nicht. Ja, natürlich kann ich nicht Charakter wechseln. So. Da brauche ich einen Held. Ich brauche einen Held. Unten. Links. Unten. Oben. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier irgendwie so eine Level sein würde. Aber ich nehme an, in Episode 4 ist auch halt nicht so viel passiert, ne? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ne? Ich kann mich auch irgendwie an gar keine Szenen mehr so erinnern, ne? Also an sehr viele Szenen, ne? Halt, gab es halt nicht so viel Tapetenwechsel in der vierten Episode, wenn ich mich nicht irre, ne? Und nein! Ja, ich hoffe, ich mache ja nichts, was irgendwie schon voll Story fortsetzt. Nein! Ich bin übrigens nicht dahin gelaufen. Das hat er alles alleine gemacht. Geh noch nicht da reingehen, Kollegen. Ich will mich nur ein bisschen hier umschauen. Oh, was ist hier jetzt los? Okay, ich suche nach den fehlenden Teilen des Millennium Falken. Da heißt der Millennium Falke.
Was ist denn da los, Mann? Oh, warte mal, da kann ich doch bestimmt mit. Obi-Wan. Oh, das Ding muss ich kaputt machen, alles klar. Ist das hier nicht so ein Ding, wo ich mich hoch. Nein. Da wäre so ein Ding, wo ich so weit reinstecken kann, wo ich mein mächtiges, langes Lichtschwert reinstecken kann. Oh nein. Manchmal muss man halt. Einige Probleme können nicht damit gelöst werden, indem man etwas Langes da reinsteckt. Ne? Oh, ich dachte, ich kann auch klettern. Meine Güte. Zumindest der Klappergerüst hier zusammenbauen. Nein, nicht schon wieder. Ging schon. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht. Gewöhnlich gehe ich ihnen aus dem Weg. Noch jemand? Ich bin gar nicht getroffen damit, glaube ich. Was hat? Na, ich dachte, er wird irgendwie so zählen, so in Sachen, na, auf verschiedene Weisen erledigen und so, ne? So, was ist das hier eigentlich? Okay, jetzt hat er gezählt. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Ich nehme an, hat geschützt, ne? So, was ist das hier? Oder ist das Ding hier, ne? Boom. Nein! Kann er es wagen? Ich schätze ihn wieder auf. Das ist gar nicht kaputt gegangen. So. Aufgepasst mit dem Cockpit. Verlier mir die Wirbel nicht. Oh Gott. Ich gebe dem Wookie doch mal eine Pause. Oh, warte, ich sehe da gerade zum Ziehen. Ich mach ja schon. Jetzt hält mich doch nicht mal so. So, irgendwann habe ich da zum Ziehen gerade gesehen. Komm aus dem Weg, Heiß und fettig. Aua. Ah. Was? Nein, da kann man. Ja, zwei. Was eigentlich C3PO? Oder geht aus dem Weg? Niemand stellt sich R2 in den Weg. Sieht so aggressiv aus immer. Nein, ich bin noch nicht fertig. Der war gut geschossen, ey. Er hat ihn abgeschossen, während er noch auf dem Aufzug da war. Aus dem Weg. So, kann ich jetzt hier mal fertig machen? Liegt sogar noch auf dem letzten Stand. So, hier haben wir schon mal zu. So, haben wir hier noch einen Helm. Oh, jetzt hat er wieder seine. Ja, stirbt dadurch, jawohl. So. Was ist hier los? Oh, nein, Ben. Deine Zeit ist doch noch nicht gekommen. So, warte mal, nee. Mich hier noch umschauen, ne? So. Nicht schlecht aus bisher, ne? Aber
Hier fehlt noch Zeugs. So, mach mal Geschütz hier wieder. Kann man wieder aufbauen? Nee. Na gut, dann komm mal hier hin. Das Ding, ja. Muss ich ja mitmachen. Ja. Mal hoch hier. So, okay. Zum Glück ist R2 hier mitgekommen. Ganz ruhig, alter Mann, ganz ruhig. Alter Mann, dreht durch. So, warte mal, da ist irgendwas. Lass mal da hingehen. Aber ja, ich nehme an, es gibt halt nicht so viele Momente, ne, in der Episode, ne? Die Hälfte des Films war ja schon irgendwie vorbei, irgendwie als ja, dass sie auf Tatooine waren, habe ich so das Gefühl. Vielleicht ist nicht die Hälfte, aber schon relativ viel passiert, ne? Davor, finde ich. Danach kommen dann auch nicht mehr so viele Szenen, ne? Genau, da auch so schnell vorbei, habe ich so das Gefühl. Bin ich mir nur ein, kann natürlich auch sein, dass ich mich ein bisschen schlecht erinnern, ne? Wie gesagt, ist schon eine Weile her, seit ich die originale Trilogie gespielt habe, ne? Oh Gott, ist ein bisschen geleckt gerade, ich weiß nicht wieso. So, jetzt haben wir wieder Satellitenfernsehen. Chewbacca, die neue Sensorschüssel ist bereit zur Installation. C3PO, wo bist du? So, oh, guck mal hier. Kann ich alles absagen? Ich weiß nicht. Eine Herausforderung, ein Mikro-Dingen noch. Hey, jo. Wollte ich eigentlich hochheben, aber geht nicht, ne? Ich glaube, ich bin mit Sith und dunklen Jedis, ne? Ich schon mal ab, Kollege. So, warum ist denn schon wieder da unten? Ja, zwei. Oh, der macht irgendwie nur, was er will, ne? Zack. Also, mein Gott. Entschuldige, was? Nee, das tue ich mal automatisch machen, wenn es geht. So, machen wir die Dinger wieder zu. Das Ding läuft hier überall rum, sehe ich gerade. Okay. Hey, Herausforderung. Jetzt brauchen wir nur noch ein Mikro-Dingen. Dann haben wir es. Ja, Steine nehme ich an, ne? Ne, die kriegen wir ja durch die Mikro. So. Du. Warum ist der Alarm immer noch an? So, muss weg. Ja, dann sehe ich nicht mehr. Yo, calm down. Ich könnte schon mal, ich habe da gerade ein ganz normales Flugzeug gesehen. Wie heißt die? The Boeing oder Boeing? Ah, ich stehe genau da. Natürlich müssen wir da auch noch rein, du Schlaukopf. Los, öffne die Rampe.
Und das Ding platt. Kannst du es wagen? Ja, was ist denn hier noch alles? Das ist noch ein Steinchen irgendwo oder Mikro-Dingen. Ja, da kann ich nicht hin. Da brauche ich einen Bösewicht, da brauche ich einen schlimmen Wicht. Ja, wo kommt ihr denn noch alle her? Wie viele von euch Sturmtruppler gibt's denn noch da? Mach jemand das Ding jetzt zu. Geht nicht. Ich muss jetzt hier echt warten, bis das Ding ja fertig zusammengebaut ist. Boah. Habe ich die ganzen Türen hier umsonst so gemacht, ne? Kommen die trotzdem mal hier durch. Joy, mach hin. Ja, zieh mich zurück. Hey du. Sehr merkwürdig, so merkwürdig, dass wir den Köpfe sehen, wenn wir die erledigen, wenn wir auf deren Köpfe schießen. Die sind alle menschlich. Ich sorge für, ich muss hier irgendwas anderes machen. Ja, jetzt soll's. Dann wir noch mal hier. Habe ich jetzt ein so ein Mikroteil hier verfehlt. So, werden wir mal schnuppern. Wer hat den alten Mann einen explosiven Kanister gegeben? Chewbacca, jetzt mach mal hin, danke. Ja, raus hier. Ich weiß bekommen, was ich nehme ich an sammeln konnte, ne? Ist jedenfalls nichts mehr. Hier noch da ein Ding. Och Mann. Schnallt euch an, ich mache jetzt den Sprung durch die Lichtmauer. Na, da Happy Landing. Das sieht aus dem Intro. Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Ja, was das angeht. Wo ist es? Vernichtet vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mond zu. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Oh, ein Traktorstrahl hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Ah, oh Mann, was kann hier noch alles schief gehen? Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Nicht kämpfen. Du siehst als Pelzteppich hier. Nur wir waren einfach nur seine Hände vorm Gesicht. Niemand an Bord, Sir. Schick einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Warum klingt diese Stimme? Ich fühle etwas. Warum klingt eine diese Präsenz, Stimme so wie ich lange erschreckend nicht ähnlich? Nein. Das war's nicht. Ja, ja.
Nein. Ja. Ja. Das. Nein. Ja. Hm. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. Okay. Die Schrottmühle abgeschlossen. Level abgeschlossen. Wie viele sind das überhaupt? Das sind Millionen, das sind Milliarden, ne? Millionen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Millionen, ne? Ne, 6 Nullen sind. Ja. Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen, glaube ich, ne? Weiß nicht. Eine Menge. Eine Menge. Einigen wir uns auf eine Menge. So, dann eine Minikit. Das konnte ich natürlich nicht kriegen, weil ich einen Schurke, einen Bösewicht brauchte, ne? Han Solo, Episode 4. Oh, Sandtruppler. So, die müssen wir natürlich erstmal alle freischalten wieder, ne? Natürlich tun wir erstmal andere Versionen von den Sturmtrupplern freischalten als die normalen. Da ich nicht verkleidet bin, sollte ich besser Abstand von diesem Kollegen halten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Naja, du hättest ja auch, ne? Hättest ja auch ein Kostüm anziehen können, ne? Ist jetzt nicht so ein Problem, ne? Hat dir eine eigene neues Territorium. Todesstern. Wir sind jetzt aber nicht auf Award. Wir sind jetzt aber nicht auf einer Level hier, ne? Ach, ich kann die Charaktere nicht freischalten. Sternschiffe kann ich freischalten, ne? Ist ja jetzt ausgegraut hier alles, ne? Ich freue mich schon, wenn ich das erste Großkampfschiff hier freischalte. Kann man dann auch irgendwie sich ein Dings hier als Schiff machen? Ups. Bin ich Bösewicht? Bösewicht, ne? Ja, Bösewicht. Alles klar. So, wisst ihr Bescheid, ne? Luke und Han Solo, Bösewicht, ne? So, lass mal ein paar Skills hier hochpacken, ne? Wir haben halt Schurke, Schrottsammler, aber jetzt auch, ne? Da kam ich ja noch nicht dazu, ne? So, Bösewicht, oder nicht? Will ich denn hier so? Hm. Also, was gehen wir ihnen das mal, ne? Irgendwann muss ich ja die Dinge ausgeben. Ja. Au. Ich dachte, er macht dann irgendwie diesen einen Move, wo er so in Episode 3 so gemacht und all seine seine Werkzeuge irgendwie so ausgepackt hat, ne? So, na gut. Wir müssen höher rauf. Genauer gesagt, in den Kontrollraum. Da oben. Okay, ist das irgendein Level, was ich hier gerade mache? Oder? Das ist ein Gebiet, ne? Weil hier ist jetzt nichts, deswegen das verwirrt mich gerade so. Ich nehme an, man kann ja nicht die ganze Zeit halt so rumlaufen, ne, weil das hier halt feindliches Gebiet ist, ne? Den kann man ja nicht hier so wunder so willy-nilly hier so rumlaufen, ne? Wo sind diese Wartungsdruiden, wenn man mal einen braucht? Schwör, ich bin voll dran, das Ding zu reparieren. Ja, natürlich, ne? Kleidung erlaubt einen neue Fähigkeiten einzusetzen, ne? So läuft das doch, ne? Wünscht das wäre so, ne? Wünschte, wenn ich irgendwie weiß nicht. Sondern weiß nicht. Wenn ich irgendwie so eine Mechaniker Overall oder so anziehen würde, ich irgendwie automatisch wüsste, wie man irgendwie ein Klo repariert oder so. Das wäre awesome. Ne? Weiß nicht, warum mir das Beispiel als erstes eingefallen ist. Naja, ne, wisst was ich meine, ne? Hm.
Ich schätze, wir werden die Thermaldetonatoren dieser Uniform ausprobieren. Ja, das ist klar, ziemlich schwache Thermaldetonatoren. Ich bin irgendwie gewohnt, dass die irgendwie... jedes Mal, wenn ich an Thermaldetonatoren denke, muss ich mal an Knights of the Old Republic denken, ne? Da konntest du ja auch Granaten werfen. Da hat's ja auch so mögliche, so Splittergranaten, so... So, weil so Kaiba-Granaten, Cryo-Granaten oder so, ne? Zu verschiedenen Effekten. Die haben alle irgendwie so eine Explosion immer ausgelöst, ne? Und die Thermaldetonatoren, die waren immer die stärksten Granaten in diesem Spiel. Und die hatten so einen richtig gigantischen Explosionsradius, ne? Also du hast so eine normale Splittergranate geworfen, die war einfach nur so, ne? Dann wirst du den Thermaldetonator und der geht einfach nur so, so eine gigantische Explosion. Das stelle ich mir mal vor, ne? Dagegen ist die Explosion ja nix. So sah irgendwie so eine Splittergranate in Knights of the Old Republic aus, ne? Ein Thermaldetonator war irgendwie so 5-mal größer oder so. So, du. Ich muss dich mal erledigen. Gibt es bestimmt eine Trophäe oder irgendwie sowas, ne? Ups. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Einfach weggehen, ne? Da merken die bestimmt nichts. Haben die schon was gemerkt? Ich glaube ja, ne? Hast du was gemerkt? Ne, ne? Hast du was gemerkt? Nein? Okay. So. Das ist hier eine Level? Das ist eine Level. What? Okay. Okay, dann gehen wir mal da rein, ne? Ein betörender Plan. Das muss ich dann mittendrin einen Schnitt machen, ne? Weiß nicht. Außer ich schaffe das hier in 13 Minuten. Das ist eine Anspielung an dieses eine Katzenvideo. Die mit dem Piano spielt. Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Ich muss alleine gehen. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Und hoffentlich auch mit mir. Die Prinzessin, sie ist hier? Prinzessin? Hey. Ich fürchte, ihre Exekution ist schon geplant. Doch, wir müssen etwas unternehmen. Wir sehen uns beim Schiff. Du, liebe Güte. Das ist sowas von der Anspielung an dieses Video. Türen sind außer Betrieb, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Mein Gott. Du bist unser Gefangener und wir bringen dich in den Inhaftierungsblock. Kapiert? Ein Wookie in Ketten. Wie rassistisch geht's eigentlich hier noch? Die Turbolifte bleiben alle abgeschaltet, bis ihr Idioten die Rebellen gefunden habt. Du hast ja nichts zu suchen. Verschwinde und lass dich hier nicht mehr blicken. Bin kein Idiot. Angeblich sind Eindringlinge an Bord. Bin aber kein Idiot. Nur weil ich so jung bin. Zu jung bin, um bei einem Sturmtruppe zu sein. Ich mach da mal kaputt, ne? Weiß auch nicht, wieso ich da kaputt machen muss, aber. Schau, ein Plan B. Was mach ich damit? Auch? Ja, ne, warte mal, da ging's doch gerade irgendwo runter, ne? Okay. So, oh, ich muss da sogar hoch, weil weiß ja nicht weitergehen. Ist doch eine Leiter. Boah. Oh Mann. Kann ich hier nicht einfach bauen? Die nächsten der
Der Weg ist bei den Sturmtruppen. Und so wird das dann aussehen, ne? Warte mal, was kann ich hier machen? Okay, ich habe das Ding. Okay, so hätte ich halt auch kaputt machen können. Ja, aber warum hat denn der seine Waffe? Warum hat denn der seinen Bowcaster wieder? Ja, du sollst ein Gefangener sein. Ups, oben rechts. Oh, oben. Oben links. Oben rechts, links. Links. Da. Da, mein Gott. Hey, yo, was geht, ne? Hört ihr schlecht? Finde die Rebellen! Sofort! Finde du die doch! Werden willst, musst du dich erstmal selbst respektieren. Endlich, löse mich mal eben ab. Ich muss kurz wohin. Pause machen. Oh, verdammt. Immer weiter, ich Eindringlingen warnen. Wir müssen die Truppen irgendwie dazu bringen, dass sie die Suche einstellen sollen. Na, auf uns werden sie kaum hören. Hey. Hey, die habe ich. Den hier habe ich. Den hier habe ich. Und den hier habe ich. Cool. Neuen Version übrigens, ne? Und diese Schneetruppler, die waren im AT-AT dabei. Ups. Das sind hier die Piloten vom AT-AT. Und so ein Sturmtruppler, den habe ich hier durch so ein Mecker irgendwie mal geholt. War dabei in so ein Mecker. Hey, also soll ich mich als den Typen irgendwie anziehen oder was? Die Dinger sind alle so am Glitzern. Einfach die Kamera kaputt. Geht nicht kaputt. Ich hab machen sollen. Ich glaub nicht. Nein. Was soll ich denn hier machen? Mit Chewbacca irgendwas? Was soll ich denn hier machen, Kollegen? Ich habe ja schon alles kaputt gemacht, was man kaputt machen musste. Okay. Bringen die Imperialen dazu, die Turbolifte wieder einzuschalten. Was soll ich denn hier machen? Hier. Da. Wer soll Darth Vader sein? Das wird nie funktionieren. Aus dem Weg, geh mal aus dem Weg. Boah, geh doch mal weg. Sein los. Schnell in die Kantine, bevor ihnen wieder der Nachtisch ausgeht. Unglaublich, dass das funktioniert hat. Du sagst es. Vielleicht sollte ich Schauspieler werden. Ja. Okay. Da. Unsere ganzen Druiden hier. Gott. Sag mir, ich habe jetzt hier voll viele Sachen verpasst.
Banta. Leia. Gefangenenüberführung von Zellblock 1138. Was? Wer ist das? Ah, hey. Das ist ein echt mieser Wookie-Sir. Reißt gerne Arme aus. Der gehört dringend hinter Gitter. Von einer Überführung ist mir nichts bekannt. Nicht? Tja. Wir können ihn auch freilassen und er reißt euch die Arme aus, wenn ihr das wollt. Na schön, beeilt euch. Öffnet den Inhaftierungsblock und sperrt den Wookie ein. Aber erst einmal. Hallo? Ah, wir haben alles unter Kontrolle. Umbrella ein. Was ist passiert? Ah, eine unbedeutende Waffenfunktion. Ich habe ja schon wieder vergessen. Aber es ist wieder alles in Ordnung. Alles in Ordnung, also wie gewohnt. Nur um den Imperialen-Captain zum Schweigen zu bringen. Wir schicken eine Verdammt. Negativ, negativ. Wir haben ein Reaktor-Leck. Gebt uns ein paar Minuten, um das wieder hinzukriegen. Ich hab mal gewusst, ne? Sehr gefährlich. Wer spricht dort? Nenn uns deine Dienstnummer. Meine Dienstnummer ist... Kinder. 2464. Genau, 2464. 2464? Das ist meine Dienstnummer. Ja. Nimmst du mich etwa auf den Arm, Kumpel? Bist du etwa ein Spion? Etwa von den Rebellen? Ich sollte dich... Nein. Ich versichere, ich bin kein Spion. Ich glaub dir kein Wort. Ich frage ein letztes Mal. Wie lauten dein Name und deine Dienstnummer? Hier spricht der Hausmeister. Braucht ihr neue Handtücher? Was ist los da oben? Ich stelle sofort einen Trupp zusammen und komme zu euch auf. Nein, wir bringen ihnen die Handtücher aufs Zimmer. Kein Grund zur Sorge. Hallo? Vorsicht, er hat sich losgerissen! Nein, Tristan! Hab ich unendlich Munition damit? Okay, warte mal, Granate. Guck mal hier. ja. Verstehe schon. Die 7 ist eigentlich dieses Credit-Symbol, republikanische Credit. Also. Aha. Prinzessin, meine holde Maid. Sind hier, um sie zu retten? So klein und schon bei den Sturmtruppen? Ich bin Luke Skywalker, ich bin hier, um euch zu retten. Kommt! Kommen wir nicht raus! Eine fabelhafte Rettung! Los, in den Müllschacht, Fliegerass! Los, rein damit, ihr du harte Boje! Dann fliegst du halt! Was für einen betörenden Geruch ihr entdeckt habt! So. Es könnte schlimmer sein. Es ist schlimm. IPO! Melde dich, 3PO! 3PO! Wo steckt der nur? Gucken Sie mal das Video an. Achtung! Was ist das? Dianoga! Schießt ihm ins Auge! Ach, von Star Wars kommt das? Schießt denn auf die Augen? Ich dachte, das... Das ist nicht halt von Star Wars, das ist okay. So, ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt, ne? Wir sind zwar gerade mitten im Level, aber macht ja nichts, ne? Wir können ja trotzdem ja Ende machen, ne? Gut, ich würde sagen, 2 Level, 1,5 Level, ne? Hat es ja eigentlich gebracht, ne? Und ja, gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.